Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich und es geht um die Marke Anastasia Beverly Hills. Ein Fullface mache ich heute und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein paar Produkte hatte ich schon da, ein bisschen was habe ich mir neu bestellt und ich würde sagen, wir starten. Ich glaube, einen Primer gibt es bei Anastasia Beverly Hills nicht, deswegen nehme ich von How Cosmetics Indigo Child Pearl Shine Elixir. Das ist der aktuelle Primer, den ich einfach so in Anwendung habe und den verteile ich auf meinem Gesicht, um dem Ganzen einfach einen gewissen Glow zu geben, obwohl ich den schon habe, weil ich eine ordentliche Sonnenschutzcreme drauf habe. Wir haben es heute über 30 Grad und falls ihr es hecheln hört, Sammy liegt neben mir. Ihm ist warm. Er hat eben die ganze Zeit in der Sonne gelegen. Selber schuld, würde ich mal so sagen. Ich habe ihm eben auch schon Eis gegeben. Aber Monsieur ist trotzdem noch am nach Luft ringen. Ich verwende heute die Pinsel von Sueva. Die verlinke ich euch in der Infobox. Das ist ein Pinselset, so ein Gürtel quasi, was ich aber in meinen Teemaß-Teedosen eigentlich hier habe. Kommen wir zur Foundation. Die war ja schon vor einem Jahr oder zwei Jahren mega im Hype. Und das ist die Luminous Foundation in der Farbe 130N. Schaut so aus, aber ich glaube, bekannter ist dieses Symbol. Da steht der Fit Foundation drauf. Ich habe sie noch gar nicht verwendet. Sie ist noch niegelnagelneu, habe ich letztens bei Beauty Bay bestellt. Könnte farblich sehr gut passen. Ist relativ dickflüssig. Und dann nehme ich mir jetzt wieder den Foundation Buffer. Ja, 104. Und trage die erstmal grob auf meinem Gesicht auf. Solltest du übrigens Bock haben, mehr von diesen Videos zu sehen, dann gib mir doch super gerne einen Daumen nach oben. Denn ja, das hilft mir einfach, mir und meinem Kanal. Es ist aktuell ein bisschen schwierig. Denis Pelletier hat es schon angesprochen und Julina Menn hat es angesprochen. Aber auch kleinere Kanäle haben es sehr extrem schwer aktuell. Wie mein Kanal zum Beispiel. Aua. dementsprechend wäre es total lieb, wenn du mal schauen würdest, ob du mich überhaupt noch im Abo hast, weil aktuell ändert YouTube so ein bisschen seine Richtlinien und dann werden manche Abonnenten halt einfach gelöscht und das ist ein bisschen unangenehm, sage ich mal. Es kommt einem dann als Creator so vor, als würden super viele Abonnenten auf einmal wegwandern, was dann aber vielleicht faktisch gar nicht so der Fall ist, weil dann aus Versehen das Abo gelöscht worden ist. Schau gerne einfach mal nach, mir würdest du damit auf jeden Fall sehr helfen. Auch Honey Dies und Das hat das erwähnt und Ninas Beauty Welt. Also das ist echt so ein Problem. Ich nehme jetzt übrigens einen zweiten Pompoir, einfach um das Ganze nochmal aufzubauen. Wir haben jetzt eine schöne leichte Deckkraft, aber vielleicht habe ich jetzt heute so ein bisschen mehr Bock auf mehr, obwohl wir 30 Grad haben, läuft. Ich probiere es einfach mal aufzubauen. Die Foundation gefällt mir übrigens gerade richtig gut. Also der Glow, der vom Primer kommt, ist ein Träumchen. Die Foundation hat sich toll verteilen lassen, schön auftragen lassen. Und ich werde die jetzt aber nochmal mit meinem angefeuchteten Beauty-Schwämmchen ein bisschen einarbeiten. Und die Deckkraft, die jetzt drauf ist, würde ich als Mittel bezeichnen. Man sieht noch Muttermale, die durchscheinen, Sommersprossen scheinen durch, Rötungen scheinen durch. Ne? Aber ich habe Deckkraft und die Farbe passt perfekt. Können wir bitte mal darüber reden, wie gut das Ganze aussieht? Ja, es ist eine Luminous Foundation, das heißt, man hat per se schon mal richtig schön diese Bewegung, diese Strahlkraft von der Foundation. Aber sie sitzt auch echt gut auf meiner Haut. Es sieht wie Haut aus, aber perfektioniert. Es hat sich gut verbunden. An der Nase muss ich gleich ein bisschen nacharbeiten, aber das ist nicht schlimm, das muss ich meistens. Toll, oder? Ich finde es klasse. Hat Anastasia Beverly Hills einen Concealer? Ich habe keinen gefunden. Deswegen nehme ich meinen von Nivea, den Cellular Lift 3 in 1. Habe ich irgendwie in hell oder sowas, weil so viele Farben gibt es da ja nicht. Etwas, was es aber definitiv von Anastasia Beverly Hills gibt, ist der Eye Primer. Da hat Hatice Schmidt so viel von geschwärmt und den habe ich mir jetzt auch nachgekauft. Hier steht übrigens Cruelty Free, tierversuchsfrei, hinten drauf. Ist Anastasia Beverly Hills komplett cruelty-free? Das wäre natürlich nice. Wusste ich gar nicht. Ich nehme jetzt hier den Concealer Buffer 142. Gebe mir ein bisschen hier was drauf. Und gebe mir das auf beide Augen, weil da super viel gerade auf meinen Pinsel gekommen ist. Das deckt mega krass ab. Also es ist nicht nur eine generelle Base, dass der Lidschatten an Ort und Stelle bleiben wird, sondern es deckt krass ab. Ich finde es wahnsinnig gut. Ich bin letztens danach gefragt worden, wenn ich jetzt, nachdem ich meine ganzen cremigen und flüssigen Texturen aufgetragen habe,
mein Gesicht mit Setting Spray sette, wie ich das mache, ohne meine ganze Base nachher verrutschen zu lassen, beziehungsweise während ich sie eintape. Nun, das ist ganz einfach. Ich verwende jetzt hier das Dewy Set Setting Spray. Das ist so ein kleines Ding, habe ich mir aber bewusst bestellt, weil ich muss mir nicht immer die Riesengrößen kaufen, wenn ich etwas nur teste erstmal, ne? Weil wenn ich es richtig gerne mag, werde ich mir das nachkaufen. Ging mir zum Beispiel so auch mit dem MAC Fix Plus. Habe ich erst in klein gekauft, später in groß. Genau, ich gucke erstmal. So. Ich das ordentlich, also ich erstmal nehmen, aufsprühen, aber nicht zu viel, also schon so, ne, hast du ja gerade gesehen, habt ihr ja gerade gesehen, genau. Dann kann man das entweder tatsächlich so drauf lassen und trocknen lassen. Ich habe da zum Beispiel einen Handventilator für, den ich aber gleich verwenden werde. Ist jetzt im Sommer auch ein Träumchen übrigens. Hat mein Freund bei Depot gefunden und sagte, das brauchst du doch sicherlich, schon vor ein, zwei Jahren. Aber ich nehme jetzt einfach das Schwämmchen und nur ganz vorsichtig gehe ich über meine Base. Ganz, ganz vorsichtig. Damit verrutscht nichts, alles bleibt an Ort und Stelle. Aber es wird nochmal schön in die Haut eingearbeitet. Denn es geht darum, dass die feinen Härchen, die sich auf meinem Gesicht befinden, die da sind, Leute. Ich bin sehr behaart in meinem Gesicht. Außer bei meinen Augenbrauen, das will irgendwie nicht. Aber egal, das war ein Reim. Dass die sich so ein bisschen hinlegen. Es ist nicht so, dass ich jetzt bam, 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 ne? Am besten eignet sich tatsächlich dafür sogar die ganz flache Seite von so einem Schwämmchen, dass man noch feiner und vorsichtiger das Ganze machen kann. Ich tape das aber nicht doll ein. Man sieht es, ne? Ganz, ganz vorsichtig nur drüber gehen. Das ist sehr angenehm. Natürlich nimmt man ein bisschen überschüssiges Produkt ja damit runter, in dem Sinne ja von dem Setting Spray, aber es funktioniert. Also bei mir auf jeden Fall. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich eine sehr trockene Haut habe und deswegen die Produkte auch sehr gut eingesogen werden. Bei einer öligen Haut oder Mischhaut ist es vielleicht eine etwas andere Kiste. Das Setting Spray verleiht übrigens nochmal ordentlich Glow. Also heute wird es ein richtig schöner, glowiger Look, denke ich. Als nächstes werden wir mich mal ein bisschen abpudern. Da habe ich dieses Puder bestellt. Das ist das Loose Setting Powder in der Farbe Translucent. Ich habe jetzt hier auch die kleine Größe wieder bestellt und nicht den Riesen-Oschi an Puder. Weil wer weiß, wenn es nicht gut ist, dann habe ich hier so ein Riesenvieh stehen und weiß nicht wohin damit. Kommt relativ fein raus. Fühlt sich sehr, 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 sehr angenehm an. Also gar nicht so stockig zwischen den Fingern. Für unter den Augen verwende ich zuerst einen Highlighter-Pinsel. Das ist der 105 Lux Highlight-Pinsel. Klopfe ab und sette unter meinen Augen. Hole die Lidschattenbase, die in meine Crease läuft, mal aus der Crease raus, weil leichtes Schlupflid und so. Und sette dann auch mit dem Puder schon mal meine Lidschattenbase, denn ich arbeite einfach lieber auf einer gesetteten Base. Wenn man mag, kann man auch mit dem Schwämmchen unter dem Auge setten, dass man das Schwämmchen mit Puder auflädt und dann unter das Auge drunter geht. Das ist auch manchmal ganz schön. Bei mir funktioniert es aktuell am besten mit dieser Highlighter-Pinsel- und Puder-Variante. Für den Rest meines Gesichtes verwende ich den 101 Lux Face Definer und puder komplett mein Gesicht ab. Nachdem man abgepudert hat, sieht man natürlich aus wie matt, matt. Matt, matt, matt. Aber die natürlichen Öle der Haut werden nach und nach wieder hervorkommen, werden sich mit den ganzen Texturen verbinden. Die Texturen an sich werden sich miteinander verbinden und dann wird alles auch am Ende wieder nice aussehen. Trust the process, wir werden es am Ende auch sehen. Also das Puder gefällt mir. Das hat es alles ganz nice gemacht, ne? Diese Palette ist relativ neu. Das ist die Italian Summer Face Palette. Besteht aus Blush, Bronzer und Highlighter und sieht also sieht schön aus, sieht aber jetzt nicht super hochwertig vom Packaging aus, seht ihr das? Hier haben wir so überstehende Klebereste und so und dafür, dass die halt so sackenteuer ist, hätte ich wahrscheinlich so von diesem Außengedöns ein bisschen mehr erwartet. Wobei dieses Außengedöns auch dafür da ist, dass es, wenn es irgendwo dran kommt, also wie so eine Handyhülle, ne? A, das Produkt geht nicht kaputt und B, die Hülle geht nicht kaputt. Und so schaut das Schätzelein dann aus. Gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Hier nehme ich mir auch wieder den gleichen Pinsel wie eben. Gehe dann hier in den Bronzer vorsichtig rein. Wow, vorsichtig, weil holla die Waldfee. Okay, und trage mir den jetzt mal vorsichtig hier auf. Der ist nicht so schlecht pigmentiert. Wow, der ist genau richtig pigmentiert eigentlich für mich. Nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen rötlich.
Aber wenn ich den so schön ausblende, geht der klar. Aber mit ein bisschen Vorsicht und einer extra Portion Liebe sieht das Ganze tragbar aus. Als nächstes verwende ich den Luxe Sheer Cheek 127er und gehe in den Blush rein. Wow, oh, der krümelt aber hoch. Holla, die Waldfee. Und trage mir den dann hier auf meinen Cheeks auf. Also richtig krass pigmentiert. Das ist überkrass. Man muss super, super vorsichtig damit umgehen, ne? Wow. Der Blush hat auch an sich noch einen Glow mit dabei. Und die Farbe gefällt mir. Das ist ein schöner, sehr schöner, sehr, sehr schöner Ton. Theoretisch bräuchte man da jetzt nicht unbedingt einen Highlighter drüber. Aber den gebe ich mir gleich noch drüber. Den Highlighterpinsel dafür habe ich hier ja schon liegen. Und dann gehe ich hier in diesen Highlighter rein. Ach komm, was soll dir Falschgeiz, ne? Und tragt mir den auf meinen höchsten Stellen auf. Der ist sehr, sehr warm. Also so ein, ja nicht unbedingt champagnerfarbener, sondern eher ein goldener Highlighter. Aber schön. Geht dann auch schön in eins über mit dem Blush und dem Bronzer. Das ist harmonisch. Man muss allerdings sagen, dass der Highlighter relativ grob glitzernd ist. Also da gibt es definitiv feinglitzigere, aber trotzdem mag ich den. Also eine schöne Palette, die man aber safe mit Vorsicht genießen sollte, also so aus meiner Sicht. Jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Da habe ich hier einmal zugeschickt bekommen von Beauty Bay den Brow Wiz in der Farbe Medium Brown. Das ist dieser Augenbrauenstift. Da habe ich auf der einen Seite eine dünne Mine, die man so hochdrehen kann. Und auf der anderen Seite ein Spoolie. Ich finde, die Farbe passt ganz gut. Ein bisschen dunkel vielleicht, aber an und für sich. Es passt. Und jetzt kommen ja noch Augenbrauen, Fixierungsprodukte drauf. Da geht eh nochmal ein Stück weit was von der Farbe runter. Da habe ich zwei verschiedene. Ja, das Brow Freeze hätte ich wahrscheinlich vorher auftragen sollen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei mir einfach nicht gut aussieht, wenn ich das vorher auftrage. Ich versuche das jetzt wirklich im Nachhinein aufzutragen, wenn ich schon die Augenbrauen und die Base und so ein Kram gemacht habe. Ausprobieren. Das mache ich auf der einen Seite. Ist halt wirklich so ein Gelee. Ich nehme wirklich nur einen Hauch von Produkt auf das Bürstchen und gebe das in die Augenbrauen. Das ist schon ein krasses Produkt, muss ich sagen. Aber so manche Haare stehen trotzdem noch ein bisschen ab. Das kriegt es nicht komplett gegriffen. Aber da muss ich auch zu sagen, muss auch nicht unbedingt, ne? Weil dann sieht es auch zu klatschig aus. Aber man sieht schon, dass das Produkt ordentlich Augenbrauenprodukt runternimmt. Auf der anderen Seite verwende ich das Brow Gel. Hat das irgendeinen Namen? Oder heißt das einfach nur... Nee, das heißt Clear Brow Gel. Hat ein relativ großes Bürstchen. Und das trage ich mir auf die andere Seite auf. Funktioniert einfach schneller, komme ich einfach besser mit klar, muss ich gestehen. Das heißt, ich weiß nicht, ob dieses Brow Freeze-Gedöns überhaupt bei mir bleiben wird. Ich glaube, dass es tatsächlich weiter wandern wird. Uiuiui. Dass ich in diesem Video was aussortiere, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Kommen wir nun mal zur Lidschattenpalette. Das ist immer so das Herzstück des Ganzen. Und macht den Look halt irgendwie zu einem Look. Und da habe ich hier die Amreezy mir ausgesucht aus meiner Sammlung. Habe ich mir letztens gekauft und ich liebe diese Verpackung. Das Einzige, was mich daran stört, die ist einfach ein bisschen länger als die anderen Paletten. Das sieht für meinen Spleen einfach nicht richtig aus in meiner Sammlung. Egal, das ist nur mein eigener kleiner Spleen. Die sieht wunderschön eigentlich aus, ne? Die hat dieses Gold, Weiß, Pink, Glitzer. Also, ne, ist ein Träumchen. Und von innen ist sie noch unbenutzt und schaut so aus. Swatches brauche ich hier, glaube ich, nicht einblenden, weil es gibt zuhauf welche bei Google zu finden. Wir haben ja auf jeden Fall noch ein Pinselchen mit dabei. Hat auf der einen Seite so eine Blendeseite, auf der anderen Seite eine Shaderseite. Und das werde ich auch benutzen, weil ich mag solche Pinsel. Also, wenn sie von guter Qualität sind. Und ja, los geht's. Ich starte mit der Farbe OG. Sehr krümelig, wie man das halt bei den Paletten von Anastasia kennt. Deswegen schön abklopfen, damit man keinen Vorlaut riskiert. Und den setze ich mir schon mal in meine Lidfalte. Ja, ich brauche dafür einfach einen etwas größeren, fluffigeren Pinsel. Deswegen nehme ich hier aus dem Zoeva Pinselset die Nummer 228 Luxe Crease.
Nach außen hin setze ich mir den Ton 1988. Ich glaube, dass das das Geburtsjahr von Imreezy ist. Ich kenne Imreezy nicht. Wer ist das? Es wird heute bunt, um ehrlich zu sein. Aber ihr habt es im Thumbnail ja schon gesehen. Ich nehme mir jetzt mit der Shader-Seite den Ton Reezy auf. Das ist dieses geile, funkelnde Pink. Und der kommt aufs komplette bewegliche Lied. Und brauche ich jetzt auch gerade keine Cut Crease, wenn ich das richtig sehe, ne? Ich nehme mir den Ton Cupcake, das ist dieses schimmernde Lila, mit dem Finger auf. Und das setze ich mir ganz gezielt außen über diesen Ton. Schön. Mit einem winzig kleinen Pinsel, das ist der Detail Shader 237 Pinsel, also wirklich winzig, winzig klein, aber ich finde den großartig für solche Arbeiten, nehme ich den Ton Barb auf. Barb ist der Spitzname von einer Freundin von mir, die sehr wahrscheinlich Barbara heißt, ne? Und da gehe ich jetzt mit dem Pinsel gut rein und setze mir das in mein inneres Drittel. Das geht jetzt trocken nicht ganz so gut, deswegen sprühe ich mir den Pinsel einmal an mit dem Setting Spray. Oh ja, das geht um Längen besser. Hammermäßig. Ist ein bisschen Showgirl-Style, wenn ich das mal so sagen darf, was ich aber geil finde. Wow. Krass. Ich mache jetzt mal was Verrücktes, jedenfalls versuche ich was Verrücktes. Mal gucken, ob das aussieht. Ich hoffe, dass es aussieht. Ich gehe ganz, ganz, ganz vorsichtig, aber da muss ich auch einen ganz vorsichtigen Pinsel nehmen. Ich bin gerade überfordert. Wie wäre es mit einem Luxe Pencil Brush, die Nummer 230? Ja, da gehe ich nämlich in die Farbe Shemsa rein. Das ist dieses Lila oder Aubergine. Ganz, ganz, ganz vorsichtig. Ich dippe nur einmal mit der Spitze rein. Mehr nicht, weil ich es ausprobieren will. Und setze mir den quasi als Blendeton zwischen die Schimmertöne und meine gebauten Lidfalte, weil ich habe ja eine Lidfalte, die ich mir ein bisschen höher ansetze wegen dem Schlupflid. Und das wiederhole ich so lange, bis ich es schön finde. So in etwa. Das gefällt mir. Das finde ich schön. Das mag ich. Das ist toll. Das ist klasse. Das ist harmonisch. Ja. Okay, der Ton Barb ist natürlich sehr krümelig und krümelt mir auch richtig schön auf meine Base runter. Egal, heute darf es mal ein bisschen mehr blinky sein. An den unteren Wimpernkranz möchte ich mir jetzt auch was Spektakuläres geben. Und zwar kommt jetzt das Blau ins Spiel. Das gebe ich mir nicht einfach so auf. Also ich glaube, dass ich den Ton 1988, den ich ja auch schon in der Lidfalte drin habe, auch mit diesem Pencil Brush erstmal an den unteren Wimpernkranz geben werde. Auch da wieder ganz, 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 ganz vorsichtig reingehen. Ganz vorsichtig. Und vorsichtig an den unteren Wimpernkranz bringen. Dann nehme ich jetzt wieder diesen Pencil Brush, den ich am Handtuch neben mir sauber gemacht habe, und gehe hier in den Ton Leo rein. Den setze ich mir jetzt an den unteren Wimpernkranz. Einfach über dieses Braun drüber und baue den vorsichtig und langsam auf. Das sieht jetzt noch sehr verrückt aus, aber dadurch, dass ich das Dunkelbraun darunter aufgegeben habe und ganz nah am unteren Wimpernkranz platziert habe, haben wir von hinten quasi so eine Art Farbverlauf, dass es quasi Richtung Auge dann etwas dunkler wird. Ich setze mir jetzt an den Außenwinkel aber auch noch das Lila, was ich hier oben habe, die Farbe Cupcake. Als Highlight unter der Augenbraue und im Innenwinkel, was ich natürlich auch noch ein bisschen mit runterziehen werde, verwende ich den Ton Wasted. Das ist ein sehr krümeliger Aprikoton, der aber einen ganz feinen Schimmer mit dabei hat. Im Innenwinkel möchte ich mir das aber auch noch toppen mit dem Ton Anastasia. Oh ja. Ich habe ja eben schon diesen Augenbrauenpinsel verwendet, deswegen nehme ich davon jetzt auch die Augenbrauenseite. Ach Quatsch, Augenbrauen. Die Seite, die man eigentlich, ja doch, eigentlich die Augenbrauenseite, aber die kannst du auch als Eyeliner verwenden. Da gehe ich jetzt hier in das Schwarz BK. Und damit wird sich jetzt ein Eyeliner gezogen. Das geht auf jeden Fall klar. Noch besser geht es vor allem, wenn man einen dafür geeigneten Pinsel verwendet, weil da habe ich ein bisschen gepfuscht.
hier ist es schöner geworden, da habe ich extra den 317 Wing Eyeliner Pinsel, ne? Also man sieht es ihm auch an. Damit kann man tatsächlich auch einen Eyeliner ziehen mit Wing. Naja, ganz schön viele Pinsel habe ich heute verwendet. Spricht eigentlich nicht unbedingt dafür, dass alles gut funktioniert hat, aber ich bin ja noch nicht fertig. Zuallererst, ja, Palette ist schön, der Barbton ist mega geil, aber der ist irgendwie so, der glitzert halt echt krass rum, ne? Da muss man überlegen, wie man den am besten anwenden kann. Ansonsten gefällt mir der Look schon, es ist mal was anderes, ne? Ich weiß nicht, wie lange das hält, aber ich habe mir jetzt Leo auch noch so ein bisschen als Doppellinie unter diesen Eyeliner so ein bisschen mit drunter gemacht. Fand ich irgendwie schön, dieses Blau. Ja, damit es alles auch besser hält, muss ich natürlich einmal kurz das Ganze fixieren. Haben wir hier das Spray. Boah. Und das mache ich dann ganz gerne, dass ich mir mein Ventilenti nehme, wenn ich das halt so jetzt drauf gegeben habe und es so trocknen lasse. Bevor ich die Mascara verwende, verwende ich eine Wimpernzange. Die hatte ich in einem Adventskalender, glaube ich, mal drin. Das ist die Anastasia Beverly Hills Lash Break Mascara in der Mini-Variante. Die hat so ein erdnussförmiges Kunsthaarbürstchen und riecht nach Mascara. Wer hätte es erwartet, ne? Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara ist auf jeden Fall eine gute Kiste. Die macht Länge, die macht Volumen und sie macht einen schönen Blick, finde ich. Sie passt jetzt auch zum Look und dadurch, dass ich ja den Eyeliner auch so extrem gezogen habe, ne, passt das auch mit den Wimpern überein. Das mag ich immer sehr gerne. Deswegen ziehe ich mir den auch gerne mal ein bisschen länger. Jetzt fehlen nur noch die Lippen und da habe ich auch einen Lippenstift mir jetzt neu bestellt. Das ist der Cool Brown Matte Lipstick. Tada! Ich hatte noch nie einen Lippenstift von Anastasia Beverly Hills, glaube ich. Ich glaube, ich hatte mal einen Lipgloss, den habe ich von der lieben Yvonne von Mrs. X zugeschickt bekommen. Und das hier ist einfach so ein ganz neutrales, kühles Braun. Definitiv eine schöne Farbe, würde ich aber wahrscheinlich eher mit einem Lipliner so auftragen, weil jetzt ist ja der so ein bisschen nicht ganz symmetrisch geworden. Aber ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich einmal das komplette Full Face mit Anastasia Beverly Hills Produkten. Ich fand es spektakulär, muss ich gestehen, weil es doch ganz schön sackenteuer war, aber es hat sich gelohnt. Also ich sehe gut aus, finde ich. Ich mag meinen Augenlook. Der ist sehr, sehr intensiv, aber irgendwie halt auch, weiß ich nicht, es stimmt alles zusammen und es gefällt mir, was in meinem Gesicht ist, es fühlt sich schön an, die Base ist echt toll geworden, finde ich, und ich mag den Look tatsächlich. Das einzige Produkt, was gehen muss, ist jetzt tatsächlich mal das Brow Freeze, weil, Leute, ich mag einfach lieber Augenbrauengele, seien wir mal ehrlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!